Und wie konnte ich den vergessen? Aber es hat mich keiner bemerkt. Okay. Wo sind die beiden Typen, die mich gerade eben bemerkt haben, als ich hier lang gegangen bin? Aha, jetzt tut sich doch was. Ne, die Typen bewegen sich weg. Die lösen sich auf. Die lösen sich auf. Die lösen sich auf. Man muss nur einen Moment warten. Dann lösen die sich auf. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Und die beiden Typen, gehen die nach rechts oder kommen die zu mir? Ich geh nach rechts. Die beiden, die drei da unten lasse ich jetzt mal da vorbeiziehen. Und den Typen, da fühle ich mich eigentlich gewachsen. Beziehungsweise, wer ist jetzt noch da unten? Da unten sind immer noch genug. Aber keine mehr, die mich bemerken sollten. Ah, fickt euch! Keiner von hinten hat mich bemerkt. Nein. Auch der Faggot da hinten hat mich nicht bemerkt. Das nutze ich jetzt natürlich. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn ich den jetzt mit der Pistole attackiere. Ich glaube, das funktioniert nicht. Weil, könnte dann eventuell schlecht für mich enden. Hier ist natürlich ein Tor, wo ich nicht durchkomme. Ach du Scheiße. Habt ihr das gehört? Hier ist irgendwo was richtig Heftiges. Ich will nicht wissen, was es ist. Wenn ich jetzt Pech habe und da runterlaufe und dann recht durch dieses Tor laufe, wenn man da durchkommt, dann treffe ich wahrscheinlich schon auf das Vieh. Aber hey, ich will auch ein bisschen was zeigen, also. Verdammt. Was auch immer es ist definitiv hinter diesem Tor. Aber wir bekommen das Tor nicht kaputt. Wir bekommen das Tor nicht kaputt. Oh, scheiße, den Hund da habe ich nicht gesehen. Aber jetzt bleibt uns eigentlich nichts anderes übrig, als zu kämpfen. Aber dabei werden wir mit einer Wahrscheinlichkeit von ca. 100% sterben. Ah, na gut, machen wir halt, machen wir. Das ist mir doch kulant. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Es wäre natürlich cool, wenn ich die irgendwie schaffen würde, einzeln anzulocken, aber ich glaube nicht, dass ich das hinkriege. Die beiden kommen zumindest schon mal einzeln zu mir, aber die haben auch nichts mit der Masse da hinten zu tun. Das ist das. Verdammt! Vor allen Dingen, dass die anderen das nicht hören, wenn die hier diese Schreie machen. Hilfe! Aber erstaunlicherweise hören die anderen das nicht. Hallo, Dude. Fuck! Das sind Schützen. Kommst du auch hierher oder schießt du nur? Ah, du schießt nur, oder? War klar. Small. Hopp, hopp, hopp. Okay, da hat mich noch einer bemerkt. Das macht nichts. Zack, zack, zack. Aha! Faggot! So langsam stapeln sich die Leichen von den vogelscheuchen Männern. Okay, da oben sind zwei. Jetzt stehen hier unten eigentlich nur noch zwei Stück. Außer hier ist noch irgendwo ein Versteckter, den ich nicht sehe. Oh Gott, da hat mich ein Dritter bemerkt, irgendein Schütze. Aber der komische Hund hat mich nicht bemerkt, das ist schon mal gut. Okay. Mein Schilddude geht wieder zurück an seine Position. Die beiden Dudes gehen jetzt dahinter. Eventuell ist das dann für mich eine gute Möglichkeit, den Hund oder was auch immer das Ding darstellen soll zu killen. Ich hab's gemacht. Okay. Ja, ihr seht schon, man muss ein bisschen taktisch arbeiten.
Ja, ich hab dich nicht vergessen, komischer Schütze da oben. Los, komm her. Komm, komm ruhig näher. Komm ruhig näher. Was war das denn, ne? Komm, komm, komm. Komm ruhig. Greif ruhig an. Na los. Ah! Fick dich, fick dich! Ha! Hab's dich, hab's dich! Zack. Aber wie komme ich? Ja gut, den muss ich mit meiner Fernkampfwaffe ausschalten, den Typen da oben, oder? Oh, okay, ich glaube, der eine hat mich gerade bemerkt. Ja, hat er. Okay. Fick dich! Ah! Gott sei Dank sind die Typen nicht so über. Das sind im Prinzip normale Menschen wie ich auch. Deswegen bin ich mit denen auf einer Ebene, was der Kampf, was den Kampf angeht. Und hab's mit keiner Übermacht zu tun. Okay, die Typen sind schon klein, ein bisschen stärker, aber das ist im Vergleich. Ach, da oben komme ich auch zu dem hin. Jetzt hoffe ich natürlich, dass hier auf dem Weg keine mehr ist. Wow, 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 wow. Halt's Maul. Hab ich dich. Ha! Ihr seid verflucht! Ja, halt's Maul. Ich weiß gar nicht, was diese Quecksilber-Dinger da bringen. Ich hoffe mal, das ist auch irgendwas im Leben aufzufüllen. Quecksilberkuchen. Keine Ahnung. So, jetzt habe ich natürlich eine Menge Punkte gesammelt, ne? Wenn ich jetzt hier irgendwo von irgendjemandem gekillt werde, dann habe ich natürlich den Salat. Aber wie gesagt, ich würde normalerweise würde ich jetzt auf Nummer sicher machen, zurück zu dem Ding gehen, aber dann wären ja alle Gegner wieder da. Deswegen scheiße ich einfach mal gerade auf die Erfahrungspunkte und zeige euch jetzt ein bisschen noch was. Gucken, wie weit wir noch kommen. Das interessiert mich natürlich, was ist da drin. Und sieht es mich? Oh Gott, hier komme ich auf jeden Fall runter auf den Platz. Also es wird mich wahrscheinlich schon sehen, was auch immer es ist. Und ich werde wahrscheinlich hier an dieser Stelle auch drauf gehen. Was geht hier? Oh, hier kann ich auch klopfen. Leute! Ich glaube nicht, dass ihr von hier seid. Tja! Ihr sitzt draußen fest in einer Nacht der Jagd. Ah, oh, ihr armes, armes Ding. Okay. Nacht der Jagd. Interessant. Ich weiß nicht, was es ist, aber es klingt interessant. Frage ist, ab wann bemerkt mich das Vieh? Habe ich eine Chance, an ihm vorbeizukommen? Oh Gott. Ich will nicht wissen, was es ist. Aber ich habe anscheinend eine Chance. An ihm vorbeizukommen. Und die werde ich auch nutzen, bevor ich hier drauf gehe. Ich glaube, irgendwas hat mich bemerkt. Ich höre auf jeden Fall Schritte. Ich weiß nicht, ob die irgendwo sind oder ob die sich mir nähern oder. Okay. Also ich finde, ich schlag mich eigentlich gar nicht mal so schlecht dafür, dass ich hier gerade zum ersten Mal in meinem Leben Bloodborne spiele. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Also, ihr könnt hier sagen, was ihr wollt. Ich bin stolz auf mich, ja, dass ich so weit gekommen bin. Okay. Werwolf-Viecher? Okay, hier komme ich jetzt nicht drum rum. Na! Oh Gott, drei Typen und ein Wolf. Drei Typen und ein Wolf. Das könnte eine Adventure-Cartoon-Serie sein und da ist ein Weg, der verschlossen ist, leider. Da komme ich also so nicht lang. Oh, die Typen kommen jetzt nicht hier runter, oder? Bitte sag mir, dass sie. Oh Gott sei Dank nicht. Sie gehen da vorne hin.
Nein! Sag mir nicht, die haben mich bemerkt! Nein! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Kommt her! Mein Cape ist sowieso schon mit Blut beschmutzt. Ich werde euch alle umbringen. Haben sie von mir abgelassen? Offensichtlich, ja. Ändert aber trotzdem nichts daran, dass sie hier noch rumlaufen. Also muss ich mich mit den Typen anlegen, ob ich das will oder nicht. Mal. Nein, 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 nein. Ah. Ja, das war jetzt natürlich die Dreier-Kombo. Keine Chance. Also das ist es. Gegen einen einzelnen Gegner, wenn er euch mal trifft, kein Problem. Generell der Kampf viel einfacher. Sobald ihr mehrere Gegner habt, wird's schon kompliziert. Ich habe zwar mächtig Schaden gemacht, indem ich erstmal mit einem starken Schlag einfach draufgehauen habe, aber es hat nicht sonderlich viel gebracht. Also, okay, eine Sache probiere ich gerade noch, weil ich weiß, ganz am Anfang, da war auch noch ein zweiter Weg, den ich gehen konnte. Ich weiß allerdings nicht, ob der zu dem Zeitpunkt schon offen ist. Das ist jetzt das im Prinzip, was ich einfach mal probieren will. Small! Stirb! Fallen lassen. Gott sei Dank lassen die immer wieder einen neuen Scheiß fallen. Immerhin. Das ist doch schon mal was. Okay. Hier. Auf der anderen Seite ist noch ein Weg. Kommt man da durch? Naja, auch verschlossen. War klar. Ja, okay. Alles andere würde sich jetzt eigentlich nur rauszögern und wäre Wiederholung von ständigen Passagen, die ihr schon mal gesehen habt. Und das ist nicht der Sinn von so einem 60 oder die ersten Minuten mit. Ich sag immer 60 Minuten mit auszusehen. Na, naja, wartet mal, ich kill gerade nochmal da hinten die anderen zwei Spackos. Aber damit ich noch ein bisschen Punkte habe, damit ich euch vielleicht noch zeigen kann, wie man seine Punkte ausgibt, wenn das überhaupt reicht, was ich hier dabei habe an Punkten, um irgendeinen Attributspunkt zu verbessern. Aber einfach um es euch mal kurz zu demonstrieren. Ist vielleicht ganz gut. Ja, aber ihr habt gesehen, also ich glaube, es gibt keinen anderen Weg. Man muss definitiv an diesen drei Typen da vorbei mit dem Hund, plus eben der eine Hund, der glaube ich auch noch oben stand oder was. Und an den muss man vorbei. Und irgendwo dahinter ist dann nochmal hier so eine Laterne. Aber vorher könnt ihr vergessen. In den Traum des Jägers zurückkehren. Auf ins Map Overlay. Gucken, ob es da noch ein bisschen was zu erkunden gibt. Ansonsten gebe ich gleich nochmal ein kurzes Zwischen- oder ein kurzes Schlussfazit ab. Ziehen die ersten Minuten mit. So, die Frage ist natürlich auch, wo kann man. Ich glaube, bei dieser Puppe kann man das machen, aber irgendwie glaube ich jetzt noch nicht. Aber Gegenstände lang? Ja, okay. Hier können wir Zeug kaufen, seht ihr schon. Spezialkugeln für die Jagd auf Bestien. Ach, das sind die. Das sind Pistolenkugeln oder was? Ach so. Okay. Molotov-Cocktail hätte ich natürlich gerade eben bei den drei Dudes auch verwenden können. Habe ich ja einen aufgesammelt. Habe ich soweit jetzt gar nicht gedacht. Ne? Wäre eine Möglichkeit auf jeden Fall gewesen. Ja, was hat er sonst noch? Eigentlich nix. Doch hier hat er noch ein paar Sachen. Natürlich gibt es auch verschiedene Rüstungen und wenn man die Rüstung seinem Charakter anlegt, dann hat er die auch wirklich an. Also es ist nicht so wie in anderen Japano-Rollenspielen oder so, dass dann immer noch der gleiche Skin ist. Nee, die Skin ist hier tatsächlich anders, je nachdem. Kann den Gegenstand natürlich ganz klassisch verkaufen. Das ist ein ganz normaler Händler, was auch immer die Typen da machen. Und ja, weiß ich nicht. Gibt es jetzt noch irgendwas zu gucken oder im Prinzip hier unten bin ich ja mal lang gerannt. Ah, hier geht's noch weiter. Können wir aber noch nicht durch. Geht's wahrscheinlich in die nächsten Dimensions. Vermute ich mal sehr stark. Und dann gibt's hier nicht mehr viel zu sehen, oder? Was ich euch noch zeigen. Oh doch. Hier die Tür ist auf.
Verrückt, die war gerade eben noch geschlossen. Und hier haben wir doch schon jemanden. Eventuell können wir das bei dem machen. Ach, hier oben ist ja auch offen. Gar nicht bemerkt. Mit Einsicht kaufen. Das ist alles so total verwirrendes Zeug, wo man erstmal durchblicken muss, worum es überhaupt geht. War die Tür nicht gerade eben noch verschlossen? Verrückt. Aber da kommen wir jetzt nur so vor. Lager. Oh, das ist cool. Wir können hier irgendwelche besonderen, seltenen Waffen in dieses Lager platzieren, falls wir die nicht verkaufen müssen, wollen oder noch für was anderes brauchen. Das Haus hier sieht übrigens auch sehr geil aus von innen, muss man mal dazu sagen. Werkstatt, Waffe verstärken, Waffe reparieren. Ah ja, genau. Waffen haben auch nur eine bestimmte Haltbarkeit. Das heißt, die gehen kaputt, je öfter ihr die benutzt. Und wenn die kaputt sind, dann machen sie deutlich weniger Schaden. Also sind eigentlich quasi nicht mehr zu gebrauchen. Und dann müsst ihr sie erst wieder reparieren. Das macht ihr, indem ihr diese Erfahrungspunkte da einsetzt, auch mit denen ihr auch eure Attribute und so weiter verbessert. Und ihr könnt auch Waffen verstärken direkt. Und sie entkommen, haltet die Quelle der sich ausbreitenden Plage der Bestien auf, damit die Nacht nicht ewig währt. Das ist im Prinzip, glaube ich, gerade das ganze Spiel zusammengefasst. Um diesen schrecklichen Traum des Jägers zu entkommen, haltet die Quelle der sich ausbreitenden Plage der Bestien auf. Das ist im Prinzip das ganze Spiel in einem zusammengefasst, würde ich mal so behaupten. Was hat der denn hier zu sagen oder die? Müsst der neue Jäger sein. Willkommen im Traum des Jägers. Dies wird fürs Erste euer Zuhause sein. Ich bin German, Freund der Jäger. Ihr seid mittlerweile sicher sehr durcheinander, aber denkt nicht zu viel über alles nach. Zieht einfach los und erlegt ein paar Bestien. Es ist zu eurem eigenen Besten. Wisst ihr, das ist das Geschäft des Jägers. Ihr werdet euch daran gewöhnen. Dies war einst der Zufluchtsort für Jäger. Eine Werkstatt, in der die Jäger ihre Waffen und Körper mit Blut verbessern konnten. Wir haben nicht mehr so viele Werkzeuge wie einst, aber ihr könnt gerne alles benutzen, was da ist. Sogar die Puppe, wenn ihr wollt. Okay, jetzt Dies wiederholt war sich's. einst der Jetzt Zufluchtsort wiederholt für sich's. Jäger. Bei den Spielen ist es auch immer Eine wichtig, Werkstatt. die Dialoge alle durchzuklicken. Es passiert ganz oft, dass irgendwelche. So, was bringt die mir jetzt? Nichts. Verdammt, Puppe, du regst mich auf. Okay, ich glaube, das war's aber jetzt wirklich. Jetzt gibt's hier nichts mehr zu entdecken fürs Erste. Und ja. Fazit. Bei so einem Spiel kann man natürlich, gerade bei so einer Spielzeit, die ich jetzt hinter mich gebracht habe hier, kann man natürlich echt nicht viel sagen dazu. Wie soll ich's am besten zusammenfassen? Also es ist ein typisches Dark Souls-Spiel im Endeffekt. Nur ein komplett anderes Setting. Das Kampfsystem ist ein bisschen überarbeitet, aber das bedeutet nicht, dass das Spiel dadurch sonderlich leichter wird. Es wird wieder die fetten Endbosse geben. Beziehungsweise es gibt diese fetten Endbosse, es gibt sogar sehr viele davon. Und das, was wir gerade gesehen haben von dieser Stadt, das war ein Bruchteil von dem, was an Gebieten hier in diesem Spiel existiert. Und ich sag mal so, ich hätte richtig Bock, sowas mal als Let's Play zu machen, aber sowas macht echt am meisten Bock, entweder wenn man es mit jemandem zusammen Let's Playt, das heißt immer abwechselnd, damit der Frustfaktor auch nicht so hoch ist. Das heißt, ich spiele mal eine Zeit lang und wenn ich irgendwo nicht weiterkomme, dann spielt der andere das weiter. So hatte ich das schon mal mit Patze so ein bisschen besprochen, ob wir das vielleicht mal bei Dark Souls 2 machen wollten. Ist bis heute leider nichts draus geworden. Oder eben, wenn man mit mehreren Leuten einfach da hockt, ja, auf der Couch und man hat gerade keinen Bock, irgendein Rennspiel oder so zu zocken oder irgendein Splitscreen-Spiel zu zocken, ist eigentlich meiner Meinung nach sowas wie Bloodborne, das perfekte Spiel,
Die Leute müssen natürlich auch alle relativ schmerzfrei sein, aber ich sag mal so, wenn du jetzt alleine davor hockst, ist es irgendwann hast du diesen Frustfaktor. Egal wie geil die Welt ist, egal wie geil die Inszenierung ist, und das ist sie auf jeden Fall, das Kampfsystem macht Spaß, alles super, aber irgendwann hast du diesen Frustfaktor, und ich finde einfach, es ist perfekt, wenn dann jemand neben dir hockt und sagt, lass mich mal probieren, und dann scheitert der, und dann sagst du, ja, dann lass mich mal wieder probieren, ich hab dir jetzt zugeguckt, ich hab da so eine neue Taktik, die würde ich dann gerne mal direkt ausprobieren. Ohne dass dabei einer immer zu viel Frust anbaut, ja. Ist für mich eigentlich ziemlich geil, so zu zocken, das Spiel. Hatte ich leider noch nie die Möglichkeit, weil der Ole zum Beispiel keine Ahnung hat von solchen Spielen. Und der würde wahrscheinlich, nachdem er einmal sterben würde, das Spiel auch in die Ecke schmeißen. Der ist noch ungeduldiger als ich, was sowas angeht. Und das muss schon was heißen. Von daher, abschließend zu dem Spiel. Es hat alles, was ein Dark Souls auch hat. Es ist ein cooles, meiner Meinung nach, Action-Rollenspiel. Die Sachen, die man hier machen kann, sind schon cool. Die Inszenierung ist Hammer, Bombe, geil, ja. Das Kämpfen macht Spaß. Wenn ihr auf solche Spiele steht, die nicht ganz so einfach sind, die euch ein bisschen was abverlangen, wo ihr wirklich damit rechnen müsst, dass ihr Passagen mehrmals machen müsst, um sie wirklich irgendwann im Kopf zu haben und dann routiniert abzuarbeiten, wenn ihr wisst, okay, da hinter der Ecke springt jetzt Gegner A hervor und dann kommen an der Ecke da Gegner A und B und ich muss zuerst Gegner A anlocken, wenn Gegner B 2 Zentimeter von dem wegsteht und so weiter und so fort. Ihr müsst diese ganzen Taktiken, die müsst ihr ausarbeiten. Und ihr müsst es quasi immer wieder so abfahren, bis ihr zur nächsten Lampe kommt. Und dann kommt irgendwann der Bossgegner und dann müsst ihr halt gucken, okay, wie gehe ich den Bossgegner am besten an? Da gibt es dann auch ganz viele verschiedene Taktiken. Wenn er die Attacke macht, springe ich dann lieber nach rechts, lieber nach links, bla bla bla. Das ist halt das, was für mich die Faszination an diesem Spiel ausmacht. Und wenn ihr auf sowas steht, Claudio, ich wünschte, du hättest eine PlayStation 4. Ich weiß, du kannst dieses Spiel nicht spielen, aber gib dir auf jeden Fall mal die Souls-Spiele. Auf jeden Fall Dark Souls 2. Du wirst deinen Spaß haben, versprich mir. Verspreche ich dir. Das hier wäre natürlich zu 100% dein Game, weil hier nicht nur das System an sich enthalten ist, was du gerne magst, mit diesem Backtracking und so weiter und so fort. Sondern halt auch noch das Setting passend wäre, aber die Souls-Spiele auf jeden Fall meine Empfehlung für dich. Und diese Aufnahme hier ist am 24. Dezember entstanden. Und ich sage damit, ich gehe jetzt Weihnachten feiern und sage damit, bye. Ich hoffe, ich konnte euch das Spiel ein bisschen besser zeigen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, 60 Minuten mit. Nein, das habe ich schon wieder gesagt. Die ersten Minuten mit. Yeah.